Hallo und schön, dass du da bist. Ich möchte euch heute alles zum Shelby GT500 erzählen, der gerade erst am Montag in Detroit vorgestellt wurde. Vielen Dank an Jonas an dieser Stelle also, dass er jede Menge Material gedreht hat, das ich euch jetzt zeigen kann. Also, ich will gar nicht viele Worte verlieren. Ich erzähle euch etwas auf der Tonspur zum Auto und ihr könnt euch in aller Ruhe alle Details zu diesem tollen Auto ansehen. Tja, was ihr gerade gehört habt, ist der Kompressor, den die Ford-Ingenieure oben auf den V8 gesetzt haben, der mit 5,2 Litern Hubraum die gleiche Bohrung und den gleichen Hub wie der Motor aus dem GT350 hat. Der Hauptunterschied ist, dass während der GT350 ein Sauger ist, der GT500 mit einem 2,65 Liter großen Eaton Supercharger, also einem Kompressor, ausgestattet ist. Und genau das ist das weinende Geräusch, was man eben hören konnte. Durch diesen Supercharger bringt es der GT500 auf vermutlich, Ford selbst sagt nur, um die 700 PS und Topspeed von um die 300 km/h. Vermutlich bringt er es auf 720 PS und ein Drehmoment von 881 Newtonmeter. Damit sollte eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h möglich sein. Um diese Leistung auf die Straße zu bringen, wurde der Shelby GT500 mit einem Tremec 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Ford sagt, dass es Schaltzeiten unter 100 Millisekunden schaffen sollte. Es stammt aus dem Ford GT. Allerdings war beispielsweise Mercedes schon vor 10 Jahren soweit, dass sie beim Speedshift DCT 7-Gang-Getriebe ähnliche Schaltzeiten geschafft haben von um die 100 Millisekunden. Wie weit tatsächlich die Schaltzeiten unter den 100 Millisekunden liegen, das steht bisher nicht fest. Mit diesen 720 PS ist der Shelby GT500 tatsächlich das leistungsstärkste Fahrzeug, das Ford jemals rausgebracht hat. Er überflügelt mal eben auch den Ford GT, der ein Vielfaches dessen kostet, was der GT500 vermutlich kosten wird. An das Doppelkupplungsgetriebe schließt sich eine Antriebswelle aus Carbon an, die die Kraft dann an die Hinterachse bringt. Falls ihr euch jetzt noch fragt, mit welchem Gewicht man beim GT500 rechnen kann, dann gibt es noch keine klaren Aussagen von Ford selbst. Allerdings ist die glaubwürdigste Information, die ich finden konnte, dass es der GT500 auf 1916 Kilo Gewicht bringt. Und das ist schon eine ganze Stange. Knapp unter 2 Tonnen Gewicht für ein sportliches Auto ist nicht ohne. Und das, obwohl der GT500 an vielen Stellen auf Carbon setzt und, wenn man auf das Carbon Fiber Track Package zurückgreift, sogar auf die Rücksitzbank verzichtet. Aber gehen wir mal am GT500 nach außen. Vorne extrem große Lufteinlässe. Die Fläche soll doppelt so groß sein wie beim GT350, wodurch natürlich sehr viel mehr Kühlung möglich ist. Insgesamt hat Ford beim GT500 6 Kühler verbaut. Auf der Fahrerseite gibt es eine zusätzliche Motorkühlung, auf der Beifahrerseite die Ölkühlung, eine Motorkühlung mittig für hohe und niedrige Temperaturen, dann ein Wärmetauscher für die Klimaanlage und letztlich eine Getriebekühlung. All das findet hinter der riesigen Öffnung, die mit der Shelby-typischen Cobra verziert ist, statt, die hier und da schon doch an Audi Single-Frame-Grill erinnert. Aber nichtsdestotrotz dem GT500 dann doch ein sehr individuelles Aussehen verpasst. Auf der Motorhaube findet sich ein riesiger Luftauslass, der 31 x 28 Zoll groß ist und sich auf der Rennstrecke, wenn man dann möchte, entnehmen lässt. Er ist aus Aluminium, soll vor Regen schützen und auch natürlich den Motor vor Schmutz bewahren. Wenn man ihn rausnimmt, erhält man noch deutlich mehr Abtrieb auf der Vorderachse und natürlich eine noch weiter verbesserte Kühlung des Motors. Die kleinen Pins, die man auf der Motorhaube sieht, ermöglichen es, nur mit einem Druck auf die Mitte des Pins die Motorhaube zu entriegeln und damit rennstreckentypisch schnell an den Motor rankommen zu können. Ansonsten ist noch erwähnenswert, dass der GT500 standardmäßig mit einer 420 mm großen 6-Kolben-Brembo-Bremsanlage kommt an der Vorderachse.
Das ist sofort die größte Bremsanlage, die an einem in den USA produzierten Fahrzeug zu finden ist. Die Felgen, die ihr seht, sind die 20 Zoll Carbon-Felgen, die es im Carbon Fiber Track Package gibt. Da passen diese Bremsen gerade mal so rein. Apropos Carbon Fiber Track Package. Das Fahrzeug, das ihr hier seht, ist natürlich mit diesem Top Package ausgestattet. Inwiefern unterscheidet es sich vom normalen oder vom Handling Package? Nun, da waren erstmal diese 20 Zoll Sicht-Carbon-Felgen, die wirklich wunderschön sind und nur mit Klarlack überzogen sind. Im Carbon Fiber Track Package haben sie vorne die Dimension 20x11 Zoll und hinten 20x11,5 Zoll. Außerdem bekommt man dann die Semi-Slicks von Michelin, die Pilot Sport Cup 2. Die haben hinten die Dimension, festhalten, 315x30. Also das sind schon Porsche-Regionen. Außerdem bekommt man den aus Carbon gefertigten GT4 Heckflügel. Im Vergleich, im Standardpaket bekommt man eine Performance Spoilerlippe. Und im Handling Package bekommt man einen verhältnismäßig normalen Spoiler mit zwei Öffnungen, links und rechts. Aber im Carbon Fiber Track Package ist es immer dieser verstellbare GT4 Heckflügel aus Carbon und vorne am Splitter zusätzlich der Downforce dienliche aus Carbon gefertigte Flaps. Außerdem fällt dann, wie bereits gesagt, die komplette Rücksitzbank raus. Was gibt es sonst noch zu sagen über den GT 500? Er besitzt ein einstellbares Fahrwerk, der Sturz lässt sich verstellen. Ansonsten ist es das Magnaride-Fahrwerk, was natürlich nochmal weiter für das Fahrzeug optimiert wurde. Das Besondere an der Sturzverstellung ist, dass man das auch vor Ort an der Rennstrecke machen kann. Ja, und dann, was wäre noch im Innenraum? Die Sitze haben Gurtdurchführung, damit man eben halt auch mit sportlicheren Gurten das Fahrzeug fahren kann. Ansonsten fällt natürlich auf in der Mittelkonsole, dass der Drehregler für das Doppelkupplungsgetriebe zu sehen ist. Hier und da Alcantara findet man auch, ein bisschen Farbakzente, aber im Innenraum alles in allem eigentlich nicht viel Neues. Außen, was die Lackierung angeht, gibt es drei neue Farben. Das wäre einmal Red Hot, Twister Orange und Iconic Silver. Ich muss sagen, dass ich den GT 500 dann doch ziemlich spannend finde, weil dieses Paket, das Ford da geschnürt hat, mit Sicherheit auch zu einem sehr akzeptablen Preis, schätzungsweise so um die 100.000 Euro, ist schon echt eine Hausnummer. Und was die US-Hersteller sich da gerade leisten und sich gegenseitig mit Challenger, Hellcat, Red Eye und dergleichen sich die Leistung um die Ohren schmeißen, ist schon, also es macht schon Spaß, dazu zu sehen und zu sehen, was die sich alles ausdenken, um irgendwie die Nase vorne zu behalten. Und dieses Wettrüsten macht einfach absolut Spaß. Was jetzt schon klar ist, ist, dass der Shelby GT 500 ein Sammlerstück werden wird und mit Sicherheit in 20, 30 Jahren ein absolutes Highlight darstellen wird, ähnlich wie schon sein Vorgänger. Das war's mit meinen Infos zum GT 500. Solltet ihr neuere Erkenntnisse haben oder noch Fragen haben zum Fahrzeug, dann meldet euch auf jeden Fall in den Kommentaren. Und sobald es Neues geben sollte, würde ich euch natürlich darüber informieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!